Guten Tag, ich begrüße hier zu dieser Fernunterrichtseinheit über die Synapse, das Thema von heute. Wir haben ja bereits letzte Woche den Aufbau der Nervenzelle kennengelernt, auch da mit dem Ruhepotenzial und dem Aktionspotenzial. Heute geht es darum, wie hier auch schematisch dargestellt, dieser Abbildung, die Pünktchen, den Übergang von einer Nervenzelle zur anderen, was wir als Synapse bezeichnen. Zuerst eine kleine Übersicht. Wie das hier funktioniert. Wir haben, wie gesagt, zwei Nervenzellen. Innerhalb der Nervenzelle haben wir kennengelernt, ist es das Aktionspotenzial. Wir haben diesen pinken Pfeil dargestellt, was da durch die Zelle hindurchfließt. Eine Änderung des Potenzials, der Spannung in der Axon, das heißt innen und außen, das pflanzt sich fort, diesem Axonfaden entlang, wie wir das kennengelernt haben, als Aktionspotenzial. Das Spezielle nun ist, was hier Synapse in diesem schwarzen Kästchen drin ist. Das ist nämlich nicht wie beispielsweise bei einem Computerkabel, dass die beiden Nervenzellen ineinander gesteckt wären und somit das Aktionspotenzial problemlos auf die nächste Nervenzelle überspringen könnte, sondern wir haben hier einen synaptischen Spalt, das heißt tatsächlich einen ganz kleinen Zwischenraum zwischen diesen beiden Zellen. Und das Aktionspotenzial kann diesen Zwischenraum nicht direkt überspringen, da braucht es etwas anderes. Und das möchten wir jetzt kennenlernen. Wenn wir das genauer betrachten, das heißt etwas reingezoomt, das ist wieder oben mit präsynaptische Zelle, das heißt vor der Synapse, und postsynaptische Membran wäre die Membran der Zelle nach dieser Synapse, was eigentlich dieser synaptische Spalt ist. Und Sie sehen hier, das ist nicht von einer Membran umgeben, das ist ja eben außerhalb dieser beiden Zellen. Wir beginnen zuerst mit dem, was wir kennen, diesen großen Pfeil mit Nervenimpuls bezeichnet. Das ist das Aktionspotenzial, das durch die ganze Zelle hindurchgeht und irgendwann geht es nicht mehr weiter, weil es eben am Ende des Axons angekommen ist. Hier haben wir etwas Neues. Wenn Sie das Aktionspotenzial und Ruhepotenzial noch gut kennen, fällt Ihnen da sofort etwas auf, zwar dass da Calcium steht, nicht Natrium oder Kalium. Wir haben also hier plötzlich ein anderes Ion. Das kommt daher, da hier am Ende des Axons eben andere Kanäle sind. Nur hier haben wir Calciumkanäle, die werden jetzt geöffnet, weil das Aktionspotenzial jetzt hier angelangt ist. Bei Nummer 2 haben wir diese kleinen Krügelchen, die nennt der Fachmann Vesikel. Das sind kleine Bläschen aus Membranmaterial aufgebaut. Drinnen befinden sich hier mit grün dargestellt Neurotransmitter. Wir können im Moment mal sagen, das sind die Botenstoffe. Die bewegen sich nun wegen dem Calcium als Signalmolekül, ist das der Anlass, dass die sich jetzt nun bewegen, zur Membran hin. Das sehen wir hier. Wenn die an die Membran gelangt sind, verschmelzen mit der Membran. Die ist eben auch wie diese Vesikel aus dem gleichen Material. Es ist ähnlich wie die zwei Saphenblasen zusammensetzen. Das wird eine größere. Und wenn die kleine von innen mit der großen von außen fusioniert, dann wird der Inhalt ausgeschüttet. Das heißt, die Neurotransmitter sind nun in diesem synaptischen Spalt. Die sind nicht mehr im Vesikel drin. Die Fusionosmose, das Wissen brauchen Sie jetzt oder mindestens ein Teil davon. Das heißt, die Teilchen, das wären jetzt hier die Neurotransmitter, bewegen sich hier in diesem Spalt drin. Der ist ja nicht, wie man hier denken kann, mit Luft gefüllt oder leer. Das ist kein Vakuum, sondern wie alles im lebenden Organismus ist das vor allem Wasser hier drin. Da können sich diese Neurotransmitter sehr gut verteilen. Das geht hier sehr rasch, die Überquerung dieses Spaltes, weil der synaptische Spalt sehr, sehr klein ist. Sie können sich vorstellen, wenn Sie da die dichte Membran betrachten, diese darstellen, das sind hier wirklich nur ganz kleine Strecken, die hier überwunden werden müssen. Auf der anderen Seite, das heißt postsynaptisch, nach der Synapse, die zweite Nervenzelle nun, finden wir Kanäle mit einem Rezeptor. Das heißt, hier der grüne Neurotransmitter kann dort andocken und der Kanal öffnet sich. Das können Natriumkanäle sein und wir hätten dann schon wieder den Beginn von einem nächsten Aktionspotenzial. Zumindest würde sich jetzt hier das Ruhepotenzial etwas ans Positive bewegen und wenn dann weiterhin in der Zelle beim Axonhügel diese minus 50 überschritten wären, würde jetzt auch die zweite Zelle das Signal weitergeben. Momentan noch konjunktiv, wir sehen dann nachher, dass es eben nicht immer der Fall ist. Die Abbildung ist fertig mit Nummer 4. Ich habe jetzt noch etwas Fünftes hinzugefügt, und zwar hier sollte der eine Neurotransmitter hier hervorgehoben sein, soll zeigen, dass der nicht da drin bleiben darf. Weil irgendwann ist ja das Aktionspotenzial vorüber, der Reiz findet nicht mehr statt und der Neurotransmitter muss sofort entfernt werden, weil sonst die zweite Zelle das Signal ja ständig ohne Abbruch weiterleiten würde.
Es gibt da je nach Synapse verschiedene Mechanismen. Der kann gespalten werden, er kann, was sehr oft geschieht, recycelt werden, dass da wieder in die Vesikel, in die präsynaptische Zelle hinein gelangt. So oder so muss er entfernt werden. Er wird ständig ausgeschüttet, solange dieser Nervenimpuls stattfindet. Wenn er nicht mehr stattfindet, muss auch die zweite Zelle nicht mehr reagieren. Das muss hier synchron sein. Diese Neurotransmitter nun, eben oben nochmals dargestellt, sind diese grünen Punkte in diesen Gläsern Vesikeln drin. Tabelle ist ziemlich kompliziert, allerdings ist das jetzt wie so oft nur eine Vereinfachung. Wir kennen heute über 100 Neurotransmitter, die meisten im menschlichen Gehirn. Es gibt ja also eine sehr, sehr große Vielfalt. Auch diese Rezeptoren gibt es sehr viele unterschiedliche, dementsprechend natürlich, aber auch noch Varianten. Das sehen Sie auch hier, je nach Ort oder nach Variante des Rezeptors können die rot markiert erregend wirken. Das heißt, das Membranpotenzial wird dann positiver in Richtung Auslösung des Aktionspotenzials, oder sie können hemmend wirken, das heißt, sie wird dann noch negativer und es braucht dann nochmals einen stärkeren Reiz von einer erregenden Synapse, um es wieder ins richtige Aktionspotenzial hinzusteuern. Das Ganze ist also ein sehr komplexes Wechselspiel, man muss da genau hinschauen, was da genau geschieht. Wenn Sie die Molekülstrukturen betrachten, sehen Sie, dass diese Moleküle so mittelgroß sind, nicht so wie Natrium-Ionen- oder Wassermoleküle, auch nicht so klein wie diese, aber auch lange nicht so groß wie Enzyme beispielsweise oder Fettmoleküle, sondern etwas so im mittleren Größenraum von der Biologie her. Ganz hinten die Wirkung von Drogen, habe ich noch etwas notiert. Drogen, aber auch einige Medikamente wie Psychopharmaka, die nehmen Einfluss an der Synapse, weil das der Ort ist im Nervensystem, wo Stoffe von außen interagieren können. Es gibt auch Neuromodulatoren, Botenstoffe vom Körper selber, die hier die Synapse beeinflussen können. Bei Drogen sind das meistens die Effekte, die der Drogenkonsument wünscht, teilweise natürlich auch die unerwünschten Nebeneffekte, die hier eben erregend oder hemmend auf die Synapse wirken und dann zu Sinnestäuschungen oder auch Bewusstseinstäuschungen oder Stimmungsänderungen führen kann, wenn dementsprechende Bereiche im Gehirn durch diesen Stoff hier angeregt werden. Die Situation im ZNS, also ZNS-Zentralnervensystem im Gehirn, ist etwas komplexer. Wir sehen hier rote Punkte für hemmend und grüne Punkte für erregende Synapsen. Es ist nämlich nicht so, dass wir nur zwei Zellen haben, die dann verbunden sind, sondern das kann die hier Dutzende sein oder sogar bis zu 10.000 gehen. Das heißt, Zellen im Nervensystem, die sind hoch vernetzt. Ob jetzt hier das Aktionspotenzial ausgelöst wird, kommt darauf an, ob die Summe all dieser Erregenden höher ist, wenn man das all die Hemmenden subtrahiert, ob das dann diese minus 50 überschreitet oder nicht. Diesen Prozess nennen wir Summation. Hier vier Beispiele. Beim ersten ist es zwei erregende Übertragungen von der Synapse her von der gleichen Zelle, einfach mit einem Abstand dazwischen. Das wäre also ein schwaches Signal, was hier nicht ausreicht und somit die zweite Zelle das Signal nicht weitergibt. Das wäre dann hier quasi beendet, der Reiz, der hier bei der zweiten Zelle gestoppt wird. Beispiel 2 ist die gleiche Situation, das Signal ist stärker, das heißt die beiden Impulse vom Aktionspotenzial kommen rascher hintereinander. Das reicht nun aus, weil das vom ersten Aktionspotenzial noch nicht abgeklungen ist, kann das zweite darauf aufbauen, um hier die minus 5 zu überschreiten und das Aktionspotenzial wird ausgelöst. Das heißt, stärkerer Reiz geht durch, schwacher Reiz geht nicht durch. Beim Beispiel 3 oder C hier haben wir jetzt räumliche Summation, das heißt nicht zwei Impulse von der gleichen Synapse, sondern zwei gleichzeitig von zwei verschiedenen Synapsen. Beide sind ziemlich schwach, aber zusammen sind sie stark genug, um ein Aktionspotenzial auszulösen. Kann natürlich auch ein Zusammenspiel mit hemmenden Synapsen sein. Sehen wir bei Beispiel D, da wäre eine hemmende, die natürlich gar nichts bewirkt. Im Gegenteil, es geht nach unten, das pendelt sich mit der Zeit wieder rein. Wenn aber die hemmende und die erregende zusammenspielen, geschieht hier ebenfalls nichts, da das zusammen nicht ausreicht. Das wäre es gewesen mit der Übersicht in das faszinierende Gebiet der Synapsen, was eben das Zusammenspiel von Nervenzellen ist und natürlich auch die Grundlage, also sehr, sehr viele von dem, wie wir denken, empfinden, fühlen.